hierher nach Bayern, nach Nürnberg gekommen. Und sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Ihnen danke für Ihre Arbeit, auch dass Sie immer so hinter der Biofach gestanden haben. Und Sie haben heute auch die Themen so punktgenau angesprochen, die Bandbreite, wo wir Zielkonflikte jetzt diskutieren, nicht nur auf der Straße, sondern in verschiedenen Gremien. Und ich glaube, es ist gut und es ist auch ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte, glaube ich, auch der Biofach, dass das Ganze auch hier mit rüberschwappt. Ich freue mich sehr, dass mein Kollege, lieber Kollege Morgens Jensen heute da ist. Wir sehen uns immer regelmäßig in Brüssel natürlich beim Agrarrat. Er sagte, es ist seine das erste Mal in Nürnberg ist er heute da. Und da haben wir ihm schon ein paar Tipps mitgegeben, was man alles in Nürnberg machen kann. Herzlich willkommen. Und ich grüße die Damen und Herren Staatsminister, die alle da sind. Heimspiel hat Michaela Kanniver hier in Bayern, Peter Hauck ist da, Ulrike Höfgen ist da, die Damen und Herren aus dem Deutschen Bundestag und auch aus den Landtagen. Ich grüße die Damen und Herren Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, Generalkonsulate sind vertreten und viele, viele andere auch. Aber ich freue mich ganz besonders, dass Frau Dr. Jane Goodall heute da ist. Wir haben uns das vergangene Mal gesehen, als ich bei Cinema for Peace die Laudatio auf Sie halten durfte. Das war so beeindruckend. Und Ihnen heute wieder zu begegnen, ich habe Sie vorhin gefragt, ob Sie jetzt ein bisschen langsamer macht und ob Sie ein bisschen die Kräfte auch spart und einsammelt. Und da sagt sie, nee, ich mache viel, viel mehr und werde noch mehr machen. Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Gottes Segen für das, was Sie alles leisten. Vielen Dank für Ihre Arbeit und ich will auch sagen, lieber Prinz zu Löwenschein, so wie Sie beide das immer auch gemacht haben auf der Bühne, also es ist irgendwie schade, dass wir das missen werden. Vielleicht finden Sie ja andere Formate der Performance, die Sie dann gemeinsam ablegen. Ich freue mich sehr, lieber Herr Dr. Fleck und auch Herr Ottmann, sehr geehrte Damen und Herren, Gäste aus dem Ausland, aus dem Inland. Und natürlich grüße ich alle diejenigen, die im Bio-Bereich Schritte gegangen sind, vorangegangen sind, neu dazugekommen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, und ich will es natürlich auch klar sagen, liebe Bäuerinnen und Bauern. Zum 70-jährigen Bestehen des Deutschen Bundestages hat sich das Portal Zeit Online etwas Besonderes einfallen lassen. Es hat alle Reden im Parlament seit 1949 in einer Datenbank gespeichert und sie mit einer Suchfunktion versehen. Und im Jahre 1984 ist der Begriff Bio im Deutschen Bundestag das erste Mal gefallen. Genau wie der Begriff ökologischer Landbau. Heute, 36 Jahre später, sind Bioprodukte weltweit auf dem Vormarsch. Dass der deutsche Markt ein ganz besonderer Markt ist, das wissen Sie alle. Und nicht umsonst ist sicherlich hier die Weltgröße, die Weltleitmesse. Das Konsumklima und die Absatzchancen für Bioprodukte, die entwickeln sich seit Jahren positiv. Deutschland hat immer noch den größten Biomarkt in der EU und der Aufwärtstrend hält an. Und für viele Unternehmen ist Bio heute selbstverständlicher Teil ihres Nachhaltigkeitskonzepts. Auch Allianzen zwischen Anbauverbänden und Discountern werden damit zur Normalität und als Chance für alle Marktpartner verstanden. Und wer sich erinnert an vergangenes Jahr in meiner Rede, habe ich auch die Debatte aufgegriffen. Da ging es darum, ist es in Ordnung, wenn hier Lebensmittel auch im Discounter angeboten werden? Und es war ja eine auch, sagen wir, durchaus belebte Debatte auch innerhalb der Branche. Und wenn wir aber wissen, dass, ich glaube, 9 von 10 Bio-Lebensmittelkäufer das im Supermarkt tun, beziehungsweise im Discounter, dann muss man dahin, wo auch die Leute sind, wenn man sie auch auf Dauer erreichen will. Und damit dies langfristig trägt, ist jedoch ein dauerhaftes, verlässliches, faires Miteinander, ein Handel auf Augenhöhe auch erforderlich. Und damit meine ich in der Tat auch das, was Sie eben sagten, als Sie mich anmoderierten, dass es schon darum geht, welchen Preis, also nicht nur welchen Preis ein Produkt hat, sondern welchen Wert es auch hat. Preise drücken auch den Wert eines Produktes aus. Und ich finde es persönlich auf Dauer wirklich unerträglich, dass mit Fleisch, mit Obst und Gemüse just Lockangebote so kreiert werden, dass Bürgerinnen und Bürger in einen Markt reingezogen werden,
weil am Ende wird ja das, was dort billiger ist, auf Klopapier oder woanders wieder aufgeschlagen. Und das Problem ist es mit Lebensmitteln, auf Gramschpreise, Tiefstpreise, das suggeriert wird, sie sind nicht mehr wert. Und das halte ich für hochproblematisch, denn am Ende geht es auch darum, Wertschätzung für ein Produkt zu haben, aber auch Wertschätzung für den zu haben, der dieses Produkt erzeugt hat. Und wenn wir über Fleisch zum Beispiel reden, man muss sich immer vor Augen führen, dass Tiere dafür gelebt haben, großgezogen worden sind, geschlachtet worden sind, und deshalb darf es sowas auch nicht zu dauertiefst Kampfpreisen geben. Lieber weniger, aber dafür hochwertiger. Heute hier vertreten ist, aber ich bin auch erstaunt, dass plötzlich der Handel jetzt sich als zweiter Vertreter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes auch selber jetzt sieht. Das finde ich erstaunlich, diese Entwicklung, denn es geht nachher um den gesamten Warenkorb, wie auch die Mischkalkulation ist, und zu sagen, die Verbraucher zahlen ja nicht mehr, das halte ich für nicht in Ordnung, diese Argumentation, denn am Ende erzieht man auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wenn es wirklich, mein Beispiel kommt immer wieder, weil ich das zu Hause liegen habe, weil ich es rausgerissen habe, wenn es Hähnchenfleisch für 100 Gramm für 15 Cent gibt, dann finde ich das unanständig, sowas anzubieten, aber man muss sich auch fragen, wer kauft so etwas? Und dann darf man nicht erwarten, dass es höchste Standards gibt für so einen Preis. Das dazu, und deshalb Augenhöhe, ich glaube, wir sind in einer neuen Phase, wo wir darüber auch intensiv reden müssen. Und ich möchte es an dieser Stelle betonen, dass Bioprodukte eine zunehmend starke Marktposition erlangen. Das ist gut so, denn der ökologische Landbau, der kann weltweit einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es darum geht, drängende Fragen des Umweltschutzes, der Landwirtschaft zu beantworten, aber auch so zu beantworten, in der Nachhaltigkeit, in dem holistischen Ansatz eben nicht nur den Aspekt der Ökologie, sondern auch der Ökonomie und des Sozialen beantworten. Und das in dem umfassenden, verstandenen Sinne der Nachhaltigkeit. Wie dies auf betrieblicher Ebene umgesetzt werden kann, zeigen unter anderem auch die Preisträger, in diesem Jahr die Preisträger unseres Bundeswettbewerbs, meines Ministeriums Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau. Das war unglaublich beeindruckend, auch die Freude in der Branche über die Preisträger. Und dieses Jahr wurde er bereits zum 20. Mal verliehen an Betriebe mit Leuchtturmwirkung. Und Teil des Erfolgsrezeptes in vielen Fällen ist eine gemeinsame Zielsetzung. Es sind die enge Verbindung und die hohe Verbindlichkeit, die zwischen Erzeugung, Verarbeitung und Verbrauch gesucht und auch eingegangen wird. Und wenn wir jetzt mal nach Europa schauen, ja, das Thema Green Deal von unserer Kommissionspräsidentin Dr. Ursula von der Leyen, sie hat es vor kurzem vorgestellt. Da räumt sie der Nachhaltigkeitsentwicklung in der Landwirtschaft einen großen Stellenwert ein. Und ich weiß, dass viele Landwirte viele Fragen auch noch haben, wo geht es hin mit der GAP und Green Deal. Natürlich muss beides zusammenpassen. Und die GAP, sie wird grüner, sie wird nachhaltiger werden. Auch die erste Säule ohne Konditionalisierung wird es nicht mehr laufen. Und deshalb bin ich auch der Meinung, ich freue mich auch, dass wir gerade mit unseren skandinavischen Freunden da der gleichen Meinung sind. Es muss Mindeststandards geben, ökologische, die für alle gelten, damit wir nicht nachher innerhalb der EU ein Umweltstandard-Dumping haben. Also Verpflichtungen, sei es in der ersten und in der zweiten Säule, damit wir nachher die Ziele überprüfen können und nicht so sehr prozessverliebt sind und gar nicht die Ziele dann erreicht haben. Darum wird es gehen, auch bei den Verhandlungen. Und die Ausdehnung des ökologischen Landbaus in Europa wird als ein wichtiges Instrument benannt. Das wissen Sie und Sie kennen auch From Farm to Fork. Diese Strategie, da müssen wir noch stärker natürlich in die Einzelheiten einsteigen. Aber wir wollen das und wir werden da zusammen auch weiterkommen. Und das ist Rückenwind für unser Ziel. Ich kann es sagen für die Bundesregierung, aber wenn ich jetzt Peter Hauch sehe oder auch Michaela Kanniver, eure jüngsten Vorschläge auch, eure Zielsetzungen, wo ihr mit dem ökologischen Landbau sogar schneller auch hinkommen wollt. Ich kann sagen, für die Bundesregierung, weil wir ja alle Bundesländer dann auch im Blick haben, bis 2030 20% der landwirtschaftlichen Fläche soll ökologisch bewirtschaftet sein. Und wir wollen diese Erfolgsgeschichte des Ökolandbaus weiterschreiben, und sie wird bei jedem Feld auch mitgedacht.
beim Klimaschutz, beim Tierwohl, bei unserer Ackerbaustrategie, bei der Nutztierhaltungspolitik, beim Insektenschutz, bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, also GAK, bei der GAP, aber auch, lieber Prinz zu Löwenstein, auch bei der Forschung. Und deshalb, ich kenne Ihre Pressemitteilung von heute, es würden nur 2% in die Ökoforschung gehen. Wir beide wissen, dass das ja so nicht stimmt. Wir haben ja auch horizontale, gemeinsame Projekte, denn eines ist wichtig, wenn wir forschen, ist es wichtig, dass wir nicht unterscheiden zwischen Öko und konventionell, sondern dass wir Grundlagenforschung betreiben, die für die Landwirtschaft gilt, die nachhaltig erfolgreich ist, und dass wir dann spezielle Forschungsprojekte, wie zum Beispiel, ich habe jetzt 6 Millionen Euro übergeben an Forschungsmitteln, damit wir zum Beispiel Kupfereinsatz im Weinbau reduzieren können. Also solche Dinge machen wir, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da, wenn wir dieses Ziel haben, diese Nachhaltigkeit mit Forschungserkenntnissen voranzubringen, dass wir da nicht unterscheiden zwischen ökologisch und konventionell, sondern dass wir alle diese Richtung einschlagen und da eben auch besser werden. Und Glyphosat stoppen! Ja! Sehr schön. Ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass man mit Schlagworten heute Stimmungen bedienen kann, aber wir müssen ein bisschen komplexer auch werden. Und insofern sage ich, wir haben gemeinsam, ich finde, es gehört schon zur Fairness dazu, wenn man miteinander reden will, in den Dialog treten will und auch ernsthaft miteinander umgehen will. Wir beide sind gerade, wenn ich jetzt Dänemark anschaue und auch Deutschland, diejenigen, die gesagt haben, dass wir eine Verlängerung auf europäischer Ebene, was das Thema Glyphosat angeht, dass wir da keine Mehrheit sehen und da auch nicht mitstimmen werden. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass wir jetzt noch EU-Recht haben und dass wir die Minderungsstrategie auch in Deutschland vorantreiben. Und das wissen Sie, und ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit und zur Fairness dann auch dazu am Ende. Und ich bleibe nochmal bei der Erfolgsgeschichte, was das Thema Ökolandbau anbelangt. Wir wollen die Vernetzung verschiedener Politikbereiche und wir wollen an Strategien arbeiten, auch über die Ressortgrenzen hinweg. Und das wird wichtig sein. Zum Beispiel die anstehende Überprüfung der Nachhaltigkeitsstrategie, also die Weiterentwicklung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Da ist nicht nur ein Ressort gefragt, da sind mehrere Ressorts gefragt. Und neben dem politischen Engagement unterstützen wir den ökologischen Landbau, das wissen Sie, mit ganz speziellen Förderprogrammen und das seit vielen Jahren. So beteiligt sich der Bund zum Beispiel an den Zahlungen an Betriebe für die Umstellung, sowie die Beibehaltung der ökologischen Bewirtschaftung, dass man eben auch Durststrecken bestehen kann. Allein dafür wurden in 2018 im Rahmen der GAK bei der Ökolandbauförderung rund 111 Millionen Euro verausgabt. Und darüber hinaus natürlich partizipiert der Ökolandbau auch bei der GAK, bei der Gemeinschaftsaufgabe, bei den Investitionsförderungen, was Bund und Länder gemeinsam auch erreichen. Und Sie wissen, auch das will ich nochmal erwähnen, wir haben Böllen, da arbeiten wir sehr eng zusammen, das ist das Bundesprogramm ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft. Und da haben wir rund 30 Millionen Euro drin. Und sehr geehrte Damen und Herren, aber da können wir nicht stehen bleiben und wir wissen, dass die Außerhausverpflegung ein unglaublich großer Markt ist. Die Außerhausverpflegung, wo die Frage ist, welche Chance der Auswahl haben wir, haben Sie als Verbraucherinnen und Verbraucher denn auch am Ende. Und da will ich Ihnen sagen, hier schlummert enormes Potenzial für die Nachfrageentwicklung. Und da finde ich, sollten Kommunen, sollten öffentliche Hand mit Vorbild voran und vorausgehen. Und nämlich unter dem Motto Öko oder Bio bitte, möchten wir Institutionen, aber vor allen Dingen, Herr Mali, die Städte und die Kommunen unterstützen, die mehr Bio-Lebensmittel in öffentliche Verpflegungsangebote integrieren möchten. Und da müssen wir, glaube ich, von oben anfangen, die auch Vorbild sein müssen, nämlich die öffentlichen Kantinen und öffentliche Angebote. Wir haben es zum Beispiel bei uns im Ministerium, wenn wir ein Catering oder anderes ausschreiben. Ich glaube, da kann man Beispiele setzen und wenn wir die Kommunen dabei unterstützen, werden wir sehen, dass das alles gar nicht so schwer ist. Deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, alles nicht so schwer. Das kann es aber werden, wenn wir nicht die entsprechenden Rahmenbedingungen haben. Deshalb, lieber Prinz zu Löwenstein, Ihnen und Ihrem Team auch herzlichen Dank.
für das Zusammenarbeiten, gerade mit Blick auf die EU-Öko-Verordnung. Verlässliche und praxisgerechte Rahmenbedingungen, die müssen gewährleistet sein. Das ist auch unsere Hauptaufgabe als Bundesregierung. Und hier sind wir seit 2014 ganz besonders gefordert, das wissen die Fachleute. Und mit Start des kommenden Jahres braucht die europäische Biobranche ein solides Paket, ein wirklich machbares Paket an Rechtsverordnungen. Genau wie alle Handelspartner aus Drittländern und auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deshalb setzen wir uns, und das wissen Sie, wie schon bei der 2018 verabschiedeten Ökobasisverordnung, bei den Beratungen damals, setzen wir uns sehr engagiert ein. Denn es geht jetzt, und ich weiß, viele von Ihnen haben mir geschrieben, weil sie Sorge hatten, wie geht es weiter, müssen Sie sogar beim Tierbestand abbauen als Biobauern. Da geht es um die weitere Gestaltung der noch ausstehenden Sekundärrechtsregelungen. Sperriger Begriff, aber die haben es in sich. Und neben dem Engagement ist natürlich auch Kompromissbereitschaft gefragt von allen Akteuren. Aber gleichzeitig muss klar sein, dass neue Regelungen für die Praxis, für die bestehende Praxis, im Übrigen für die Vorreiter, die ja sich auf den Weg gemacht haben, nachhaltig zu wirtschaften und gerade auch in der Tierhaltung, dass sie faire Anpassungsspielräume auch bekommen. Das sah anders aus, das wissen wir, wenn es im Januar durchgedrückt worden wäre. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben uns sehr intensiv dafür eingesetzt in den vergangenen Wochen gegenüber der Europäischen Kommission. Wir haben es erreicht, nochmal intensiv für weitere Änderungen der zukünftigen Regelungen zur Tierhaltung weiterzukommen. Und Sie wissen es auch, die Änderungen, die betreffen die Geflügel und die Schweinehaltung. Wir waren erfolgreich. Wir waren gemeinsam erfolgreich. Das ist gut und richtig. Und das kann auch viele ausatmen lassen. Warum? Der jetzt vorliegende Verordnungsentwurf, der ist um einiges besser als das, was uns noch im vergangenen Jahr gedroht hat. Er enthält zum Beispiel verlängerte Übergangsfristen für notwendige Umbauten für Geflügel und auch Schweineställe. Wir haben erreichen können, dass Geflügelbetriebe, Biobetriebe eine angemessene Anpassungsfrist für eine Umrüstung ihrer Kalbschar-Räume zum Beispiel bekommen oder wenn es um andere Anpassungen geht. Ohne diese angemessenen Anpassungsfristen, und das, glaube ich, muss man sich auch vor Augen führen, auch wenn auf europäischer Ebene etwas gut gemeint ist, wenn am Ende dann aber eine Flamme, die größer wird, erstickt wird oder zumindest in Gefahr gebracht wird in einem Land, wo man wirklich Schritte schnell vorausgegangen ist, dann halte ich das für ein ganz schlechtes Beispiel oder ein Signal auch für andere Länder innerhalb der EU. Und deshalb hätten wir innerhalb kürzester Zeit, hätten wir wirklich einen Abbau unserer Bestände hier in Deutschland gehabt. Und so komme ich zum Schluss, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, unser 20%-Ziel ist ambitioniert. Und ich freue mich, dass auch Sie sich freuen, dass wir das erreicht haben auf europäischer Ebene. Aber das 20%-Ziel einfach geschehen zu lassen, das wird nicht funktionieren, das wird nicht von selbst kommen. Sie wissen, ich mache jährlich ein Ökobarometer. Und diese Zahlen, die stellen wir heute vor. Und es ist ganz interessant, wenn wir uns anschauen, was das diesjährige Ökobarometer uns an Zahlen gibt. Ich will Ihnen die zentralen Ergebnisse einfach nennen. Jeder Zweite gibt an, regelmäßig Bioprodukte zu kaufen. 2018 waren es nur 28%. Zweitens, mehr als 90% geben an, zukünftig zumindest gelegentlich zur Biovariante greifen zu wollen. Und drittens, neben den fairen Produkten der Lebensmittel, das ist für 88% der Befragten, es sind über 1000 Befragte gewesen, ist für 88% der Befragten wichtig, sind es vor allen Dingen Regionalität, das waren 86% der Befragten, und dann sind wir bei den Bio-Aspekten. Also neben der Frage der fairen Produktion, der Regionalität, spielen die Bio-Aspekte mit 79% bei den Befragten, bei ihrem wöchentlichen Einkauf eine Rolle. Jetzt weiß ich auch, dass Befragen und Handel manchmal noch arbeiten, dass sie zusammenkommen. Aber es ist schon mal gut, ich glaube, ein Handel braucht erstmal ein Bewusstsein und das sehen wir hier. Und nach Expertenschätzungen ist die Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln weiter steigend
Der Umsatz, das wissen Sie selbst, liegt bei fast 12 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 9,7%. Und wenn wir uns eben diese Zahlen anschauen, was mich sehr freut, da sehen wir aber dann auch, welche Rolle die Supermärkte spielen. Ich habe es vorhin gesagt, 9 von 10 Befragten sagen, es ist der Supermarkt und dann kommt der Discounter. Im Internet, bei der Befragung, wie gesagt, wir veröffentlichen es heute, ich wollte es Ihnen aber hier bereits schon auch sagen, ist in 6% lediglich, die darauf setzen, im Internet Bioprodukte zu beziehen. Und als allerletztes noch, dass Sie eine Vorstellung haben, welche Lebensmittelgruppen das sind, für die, die vielleicht die Zahlen nicht parat haben. Bio-Eier, klar, 66%, wenn wir uns die Lebensmittelgruppen anschauen, dann kommt Bio-Obst und Bio-Gemüse mit 66%. Die werden am häufigsten genannt. Aber das diesjährige Ökobarometer, unser Ökobarometer verzeichnet die größte Veränderung. Das ist ganz interessant, beim Erwerb von Bio-Brotware und Bio-Kartoffeln. Da haben wir einen enormen Anstieg und der Anteil ist um etwa 13% gestiegen. Einfach, dass Sie eine Vorstellung haben, was sich hier tut. Und wir sind hier in Bayern und ich habe mich auch gefreut, von Michaela Kanniber zu erfahren, dass bei ihr etwa 650 Betriebe neu eingestiegen sind in den Biomarkt. Und hier haben wir jetzt über 10.500 Ökobetriebe, die über 266.000 Hektar Fläche bewirtschaften. Wir wissen aber auch, bei aller Freude der Entwicklung des Biomarktes, das ist zum Beispiel beim Biomilchmarkt. Hapert, der ist gesättigt. Ich habe viele landwirtschaftliche Betriebe, die mir sagen, wir würden gerne anders produzieren oder wir haben nach Bio-Richtlinien produziert, aber haben den Abnahmemarkt nicht. Und insofern glaube ich, werden wir hier noch viel, viel stärker reinschauen müssen. Und so, sehr geehrte Damen und Herren, es gelingt uns nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Politik, Landwirtschaft und Gesellschaft. Und Landwirtschaft von morgen braucht ein Miteinander, braucht kein Schwarz-Weiß-Denken. Doch Mindeststandards! Genau, Mindeststandards. Und da freue ich mich, dass Sie meinen Anfang meiner Rede auch aufgreifen. Das ist genau das, was wir beide versuchen, auf europäischer Ebene Mindeststandards, auch Ökoregeln zu definieren, die für alle Mitgliedstaaten gelten und nicht eben nur fakultativ sind. Und wir alle wissen, wenn sie freiwillig sind, werden sie nicht von jedem mit gleichem Engagement auch aufgegriffen. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir die Biofach eröffnen können und dass wir einen breit angelegten Dialog miteinander eingehen können. Und wenn man sich zuhört, wenn man offen ist, sich einzuversetzen, wo der andere steht, ich glaube, dann kommt man gemeinsam auch weiter. Und denken Sie an die erste Nennung der Begriffe Öko und ökologischer Landbau im Parlament. Das war vor 36 Jahren und ich meine, ein Riesenschub wird in den nächsten Jahren kommen. Aber dazu sind wir alle gefragt, miteinander zu reden, auch aus unseren Schubladen rauszukommen. Ich glaube, auch das ist wichtig, denn wir sind heute weiter, als wir das vor 10 Jahren waren. Ich wünsche dieser Messe viel Erfolg, viel Zuspruch und natürlich allen Ausstellern auch wirtschaftlichen Erfolg, denn das gehört auch dazu. Nachhaltigkeit ist Ökologie, Ökonomie und auch das Soziale. Herzlichen Dank und viel Erfolg Ihnen allen.